So, hallo Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play Skyrim. Wir sind hier in irgendeinem Hügelgrab und zwar sind wir hier auf Mission... Oh, Entschuldigung. Auf Mission mit Goldir. Dieser behauptet, ein Hexenmeister hält sich hier drin auf, der hier Schabernack treibt und wir sollen ihm doch helfen, den hier zu vertreiben oder zu töten, nehme ich mal an. So, die Fackel möchte ich jetzt nicht mehr haben. So. Ja, und wir gehen mal weiter. Da hinten ging eine Tür auf. Da gehen wir jetzt durch. Wieder etwas vorsichtiger, dass wir hier keine Fallen auslösen. Das können wir mitnehmen. Das geht bestimmt gleich auf. Wow. Drecksack. Zwölf Gold. Und eine Eisenrüstung. Wo hast du die denn hier versteckt, sage mal? Gibt's doch gar nicht. Hat irgendwie eine Eisenrüstung dabei. Aber okay. So, was haben wir jetzt hier? Gut. Diese Tür müsste zur Hauptgrabkammer führen, wo Wahl sich verkrochen hat. Gehen wir rein und bereiten der ganzen Geschichte ein Ende. Okay. Und diese Tür? Und diese Pilze? Okay, die müssen wir noch aufbrechen. Na, fast. Na. Ja, ich glaube aber, das war so. Siehste? Eine Falle, wie es scheint. Toll. Das war's. Gut. Ja, und jetzt gehen wir da rein oder was und killen den Freak. Mal gucken, was haben wir hier alles? Gesundheit, bla 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 bla. Unerbittliche Macht. Und dann brauchen wir aber auch Blutrausch. Okay. Heilung haben wir. Flammen haben wir. Dann wollen wir es mal versuchen, oder? Na, immerhin, wir sind zu dritt. Das werden wir schon irgendwie schaffen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Na, komm schon, das schaffen wir. Ist er das? Kriegt mal direkt einen Schuss aus dem Hinterhalt. Oh, der ist fast tot. Habt ihr das gesehen? Der war fast tot. Jetzt kommen ja ein paar Untote. Lol. Was macht ihr denn da? Beeilt mir! Puh! Ihr wisst!
dass ihr mir mit Wals geholfen habt. Ach, das war's. Nehmt das hier und lasst mich allein, damit ich Tante Agner und die anderen Mitglieder meiner Familie sehen kann. Schlüssel zu Hilgrunds Truhe hinzugefügt. 750. Hab ich gerade 750 Gold bekommen? Ich habe zwar zu tun, aber nur zu. Was werdet ihr jetzt alles machen? Alles, was in meiner Macht steht, damit meine Familie wieder in Frieden ruhen kann. Und danach? Ich werde wohl noch hier bleiben. Auf dem Heerweg habe ich gutes Jagdwild gesehen. Und ich würde gerne eine Zeit lang in der Nähe bleiben. Ja, dann auf Wiedersehen. Danke nochmals. Viel Spaß für eure und Hilfe. Ich danke dir auch. Hey, pass auf, wo du hier mit deinem Schild rumfuchtelst, ja? Ja, mach's gut. Schlüssel zu Hilgrunds Gruft, okay. Mich ärgert es aber immer noch, dass wir diesen Knecht da verloren haben. Wir hätten straight ahead dahin gehen sollen. Straight ahead, einfach durchmarschieren. Wo kann ich jetzt diese Schlüssel hier benutzen? Naja, wahrscheinlich hier. Aufgeschlossen, olé. Trankmischerbeutel, okay, da ist ein Fisch drin, wie ekelhaft. Eisgeistzähne, wow. Pelzhelm, hier haben wir Gold, 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 Gold. Und eine Kiste, die nehmen wir auch noch mit. Zwergenstiefel, oh, unsere Rüstung. Gewicht 10, was geht noch? Was? Rolle der Geißel der Untoten. Untote bis Stufe 30 werden im Brand gesteckt und fliehen 30 Sekunden lang. Ja, nice, nice. Ach, jetzt sind wir hier, wo die Tante liegt. Okay. Gibt's hier noch was? Ja, ich glaube nicht wirklich, aber ich check hier trotzdem mal gerade noch alles ab. Zumindest die Leichen können wir nochmal durchsuchen. Hier haben wir noch einen Rubin haben wir gefunden. Weiß zwar nicht, ob der wichtig ist und wofür wir den brauchen, aber egal. 25 Gold, ja, lohnt sich doch. 8 Gold, Oh, hier hat sich doch auch gelohnt. Super. Ja, dann können wir wieder rausgehen, ne? Dann können wir uns weiter auf den Weg machen. Das haben wir hier gut überstanden. Das freut mich sehr. Ja. Ja, bitte? Nein, nix. Du kannst hier weiter trauern. Das ist schon in Ordnung. Ja, haben wir die nächste Quest erledigt. Super durchgehalten hier. Wer warst du? Lydia? Lydia, genau. Da lang. Jawohl. Tops. Tops. Können wir die Quest anwählen, die wir hier haben. Ja, entweder das oder das. Jetzt ist wahrscheinlich wieder mitten in der Nacht.
Na, was habe ich gesagt? Egal. Wir müssen weiter. Der Weg müsste ja irgendwo hier unten sein. Huch. Mal auf die Karte gucken, wo sind wir denn hier jetzt? Da. Jetzt natürlich schon nice, wenn wir hier jetzt irgendwie durchkommen nach Ivarstadt. Dann machen wir das später. Oder gehen wir erst zum Ahnenschimmer-Heiligtum. Dann müssten wir da runter. Das sieht auch nicht so aus, als käme ich da jetzt hoch. Ist doch Steilwand. Ja, und da ist auch eine Kiste. Cool. Da kommen wir nicht hoch. Da ist eine Brücke. Da müssten wir dann wahrscheinlich hin. Machen wir da rüber. Aber was für ein Zickzackweg. Dann müssen wir hier und dann müssen wir... Oh, da liegt ein Buch. Schwarze Künste auf den Prüfstand. Illusion verbessert. Ach so. Wer spricht da? Bis hierher und nicht weiter. Und jetzt? Hat die sich eingebildet. Da hat jetzt mal der Ork gesprochen. Jetzt kommen wir hier natürlich rüber. Das ist ja auch wieder interessant. Gehen wir mal hier rüber. Ich nehme an, ihr zwei packt das auch. Okay, jetzt sind wir also hier. Aber da kommen wir doch niemals hoch. Dankeschön. Ne, da kommen wir nie im Leben hoch. Da können wir nochmal was abbauen. Tja, was machen wir jetzt? Das muss ich mir für den nächsten Part überlegen. Will ich nach Ivarstadt jetzt endlich mal durch? Ich meine, wir sind hier bei Part 30 irgendwas. 31, 32... Müssen ja auch mal die Story irgendwann weitermachen. Dieses Spiel, das hält ja so krass auf. Überall kannst du irgendwas machen. Aber das ist doch ein Weg hier, oder nicht? Komm, wir gehen hier einfach mal lang. Wie ist denn jetzt unsere Blickrichtung? Da geht's bestimmt nach Ivarstadt. Was sagten die Uhr eigentlich? 3 Uhr.
glaube, das sieht gut aus. Kommen da jetzt bestimmt durch. Ah, der Part ist schon wieder vorbei. Jetzt müssen wir uns schnell ein Plätzchen suchen, wo wir Ciao Ciao sagen können. Hier so. Ganz episch hier so drauf. Der Ugluk. Ja, Leute, ich glaube, hier werde ich den Part beenden. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich bitte um Kommentare. Schreibt mir, ich antworte auch. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Also dann nach Ivarstadt. Ich glaube, die Entscheidung ist gefallen. Zumindest wenn der Pfad uns dorthin führt. Wenn wir jetzt irgendwo anders rauskommen oder in der Sackgasse landen, dann sieht das Ganze schon wieder anders aus. Aber wir gucken mal. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bye, bye. Euer Längster.